Ja, gehen wir hier nochmal rein. Ja, wir wollen hier alles vervollständigen, na selbstverständlich. 34. Das wird aber eine ganz andere Marke. Alles klar, hier kommen wir schon mal sehr schnell durch. Auf den muss ich achten. Auf den muss ich achten, dass ich, wenn ich nach oben springe oder gleite. Ja. Nein, da sind wir jetzt hier unten gestorben. Das ist Käse gewesen. Aber das sah gar nicht so schlecht aus. Das sah doch gar nicht so schlecht aus. Machen wir es halt nochmal. Ja. Aber ich merke, dass ich bei diesem Level mich mehr konzentrieren muss. Ich bin auch schon mal zufrieden, dass das klappt. Nein, wir haben gerade tatsächlich die verfehlt. Mist. Aber ich versuche es trotzdem. Mal gucken, wie weit ich komme. Aber kriegt man hin, oder? Wenn es ein bisschen gut läuft und wir auch ein bisschen Schwein haben. Oh, nice. War gut, oder? Ich meine, 27 Sekunden. 27,65 Sekunden, das war sogar sehr gut. Damit kann ich mich anfreunden. Und hat doch gar nicht so lange gedauert. Ja, es ist faszinierend, wie man sich immer bei dem ersten Erforschungsversuch eines Gebietes wundert, wie krass und unübersichtlich die ganzen Level auch aussehen. Und dann, wenn man es ein paar Mal versucht, ist das auf einmal gar nicht so schwer. Aber wir sind ja auch gerade mal im zweiten Bereich hier. Der Endboss wartet schon. Ich sag mal, wenn wir nur noch vier Gebiete übrig haben, dann gehen wir mal zum Endboss und versuchen den zu besiegen. Ansonsten versuchen wir erstmal alles weiter hier abzugrasen. Ach, das war ja wieder. Oh je. Da muss ich mir auch was einfallen lassen. Ah, kriegt man denn? Okay, so hat es schon mal funktioniert. Auch dieses Level ist dann eher so, dass man sich viele Sachen einbringen sollte. Das alles. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit verplempert, aber ist auch egal. Ach, ich vergesse, dass diese Eiszapfen jedes Mal wiederkommen. Aber müsste man auch hinbekommen. Das Coole ist eben bei den Leveln, die mehr Zeit in Anspruch nehmen, dass man bei denen mehrere Möglichkeiten hat, eben auch ein bisschen Zeit gut zu machen. Das ist der einzige Vorteil. Ach, und schon wieder. Da habe ich den gleichen Fehler wieder gemacht.
Und wir haben gerade mal die Hälfte. Wir müssen mal auf die Uhrzeit gucken. Also wir haben jetzt ja 18 Sekunden verbraten. Wir haben die Hälfte aller Ringe bekommen. Und wir brauchen 45 Sekunden an Zeit, um hier alles so zu schaffen, dass wir 3 Sterne rauskriegen. Sieht machbar aus. Ja, das ist wirklich besser. Also ich finde es lieber besser, wenn wir so, weiß ich nicht, als Zeitlimit haben, 1 Minute 1,30, weil ich dann genau weiß, hey, wenn du jetzt einen perfekten Durchlauf hast, dann schaffst du es locker in der angegebenen Zeit, musst halt nur darauf achten, dass du nicht stirbst. Das ist das einzige Problem bei den langen Level. Oh, das war knapp. Das war auch knapp. So, diesmal achte ich drauf, ja. Ja, ich hätte oben durchwaschen können. Habe ich völlig vergessen. Das war auch Käse. Boah, wo muss ich hin? Ja, da verbraten wir einfach zu viel Zeit. Mit sinnlosem Gesuche, wo die... Oh, was nun? Ich habe sogar vergessen. Ach, hier. Alles klar. Ja, gestorben ist einfach auch noch. 51 Sekunden. Naja, ist trotzdem machbar. Weil wir haben jetzt ja ein paar Punkte gesehen, wo man noch ein wenig Zeit hätte einsparen können. Ach, dieses Level. Okay, es wird dann doch etwas mehr nerven, als ich gedacht habe. Ja, Mist. Dass jetzt auch wieder die Fehler am Anfang schon losgehen. Aber da hilft nur eins. Ruhe bewahren. Ja, kann ich schon wieder vergessen. Das sind wertvolle Sekunden oder Millisekunden. Also hier reicht es aus, wenn ich das einfach so mache. Aber kann das sein, dass wir trotzdem ganz schön viel Zeit verplempern? Irgendwie habe ich das Gefühl, das läuft nicht so richtig rund. Ja, und wenn ich hier am Anfang Speed gebe, dann hilft das auch nicht. Also ich denke, mit dem normalen Sprung bin ich tatsächlich gut beraten. Naja, hat's was gebracht? Oh, das hat auch einiges an Zeit gekostet. Ja, wo lang? War das jetzt gut? Haben wir's geschafft? Oh, wir haben's geschafft! Nice! 43,94 Sekunden. Aber vom Gefühl her habe ich echt gedacht, das wird nix. So kann sich mein eigenes Gefühl auch mal täuschen. Ja, da haben wir genau die Level erstmal so weit abgegrast, dass wir nur noch diese 6 letzten Level übrig haben. Und wir haben verhältnismäßig viele Eislevel, kann das sein? Snowdrifts. Cold Front. Frost Tree. Na, wie auch in jedem der Gebiete eine Bezeichnung für etwas Kaltem mit dabei steht. Snow, Cold und Frost. Fehlt nur noch irgendwas mit Eis? Ah, Crystal. Crystal ist auch cool. Und hier drüben, was war das? Brain Freeze. Halt, Anforderung 33 Sekunden, alles klar. Oh, keine Gegner? Nur ein paar Laserschranken. Oh, habt ihr gesehen, wie dick diese... Ach, fragt mich bitte nicht, warum ich das jetzt gemacht habe. Aber dann kann ich direkt mal von vorne starten. Weil das Level sah jetzt nicht so hart aus. Dass man die Meinung hat, man kommt ja nicht durch. Gut.
Anhieb sogar. Alles klar, das geht auch. Ach, und schon wieder. Nee, hier muss ich mir was einfallen lassen. Oh je, 33 Sekunden. Tja. Ich denke, auch das wird eine Herausforderung, weil so blöd habe ich mich jetzt ja beim ersten Band gar nicht angestellt. Und 7 Sekunden einzusparen? Eieieiei. Tja, 7 Sekunden noch. Dann machen wir es nochmal. Vielleicht kommen wir hier als erstes gleich hoch. Ja, mit den... Alles klar, verstehe. Wir müssen da einfach den Dash Boost benutzen. Dann können wir da auch schon mal so 1-2 Sekunden einsparen. Das war auch eine Leistung, diesen Regen zu verfehlen. Ah, Mist. Jetzt habe ich auf den Laser gar nicht geachtet. Ja, und schon wieder gefailt. Ah, die Musik ist schön. Die hat so was Beruhigendes, obwohl ich gerade hier das ganze Level voll asche. Ja, gefällt mir. Richtig schön, schön chillig. Und schon wieder. Ich darf da einfach nicht springen. Ich muss mich darauf verlassen, dass ich einmal hochspringe und dann eben safe runterkomme. Dass das eben funktioniert. Ja, genau so. Ja, schade, dass ich das nicht erreiche. Das war gut. Ach, verstehe. Hier muss ich dann mit dem Power Boost direkt nach oben. Und dann habe ich auch eine Chance. Oh, das war knapp. Das war knapp. 35, 55. Müssten wir schaffen. Das müssten wir hinkriegen. Ja, da muss ich gleich nochmal rein. Da habe ich jetzt Bock. Müssen wir es eben noch etwas flüssiger machen. Ja, die Schranke, die kann ich leider nicht so austricksen. Die kann ich auch nicht austricksen. Nee, hier war es doch nicht. Wisst ihr, wo ich Zeit sparen kann? Hier. Ich kann hier, bei dem kann ich Zeit sparen. Hier kann ich auch Zeit sparen. Ja doch, kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich darf nur nicht vergessen, dass ich beim ersten Mal noch nicht die komischen Hauerboots nehmen soll. Ja, und die Ringe sollte ich auch nicht vergessen einzusammeln. Das war schnell. Ja, schade. Ich habe gedacht, ich war jetzt so schnell unterwegs am Anfang. Ah, hätten wir geschafft. Wir hätten es geschafft. Ärgert mich. Ja, wieder noch 35. Ich glaube, die eine Schranke, die wir leider nicht genommen haben, wenn ich die überstehe, dann müsste ich es mit 33 Sekunden tatsächlich auch schaffen. Ja, bin ich felsenfester Überzeugung. Also, nochmal rein.
Na hier, läuft doch. Hier. Oh, perfekt. Nein, wir haben den Ring verflogen. So ein Mist. Was für ein Scheißdreck. Aber das war gut. Das ist der Knackpunkt in diesem Level. Ja, man muss es nur ein bisschen oft genug machen. Oh, und direkt mal reingezimmert in die Laserschranke. Ja, das war gut. Das war gut. Nein, das war scheiße. Und wisst ihr, warum das scheiße war? Weil wir sind jetzt so zeitig gewesen, dass wir diesmal eben nicht durch die Schranken kommen konnten. Beim letzten Mal waren wir so schnell unterwegs gewesen, dass wir da locker in dem Moment, wo die Laserschranken weg waren, hochfliegen konnten, dass sie sich erst dann wieder aktiviert haben, wenn wir schon ein Stück weiter gewesen sind. Ja, das ist natürlich Mist. Da muss ich drauf achten. Ah, wir haben noch ein paar Versuche. Da war ich zu langsam. Aber da muss ich durch. Da muss ich einfach durch. Oh, nice. Nein. Schon wieder. Na toll. Das kann man wieder vergessen. Ja, Käse. Und vor allem, das lag wieder nur an der einen Unfähigkeit, dass ich wieder einmal vergessen habe, diesen ollen Ring einzusammeln. Aber ich denke, das ist vom Developer extra so gewollt. Die wissen ganz genau, dass wenn wir nach oben schießen wie eine Rakete, dass wir irgendwann so schnell sind, dass wir über diesen Ring rüberfliegen. Schweinehunde. Diese Schweinehunde. Komm schon, komm schon, komm schon. Yes. Oh, optimal, aber gerade so. Gerade so. Ey, da ist aber die Zeit ziemlich knapp bemessen. 32:22. Das ist ja... Oh, das ist ja eine Millisekundenangelegenheit. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich in dem Level da mehr hätte rausholen können. Es hätte, man hat später die Möglichkeit, irgendwelche neue Ausrüstungsteile zu bekommen. Da habe ich ja nur echt keine Ahnung. Ja, gehen wir doch direkt mal ins nächste Schneegebiet. Und die Musik ist genauso. Okay. Wo zum Teufel hat sich denn da jetzt eine Tür geöffnet? Ach hier. Ich muss dann mit dem Affenzahn wieder zurück. Verstehe. Also ganz ehrlich, da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ich hier Ewigkeiten brauche. Ja, kriegen wir hin. Ach, und ich sehe gerade, ja, ich wollte normalerweise in jedem Level erstmal hier die ganzen geheimen Gänge abgrasen. Habe ich nämlich bisher noch gar nicht gemacht. Ja, ist schön, dass wir ein Sammelobjekt gefunden haben. Wir können ja auch mal überlegen, wie wir zu... diesem einen Juwel kommen. Es gibt bestimmt hier irgendwo nochmal einen anderen Geheimgang. Können wir eigentlich auch Sachen zerstören?
um somit Geheimwege freizulegen? Ich glaube nicht, oder? Ich könnte höchstens mal hier am Schluss gucken, ob wir hier irgendwo rein können. Nee, hier nicht. Also hier können wir nicht rein. Ja, und hier traue ich mich nicht. Diese Stacheln könnten ja auch fake sein. Es könnte ja auch sein, dass man hier gut durchkommt. Ja, unwahrscheinlich. Es ist unwahrscheinlich. Ja, dann suchen wir eben oben nochmal ab. Oder kommt man hier durch? Na, wäre ja auch ziemlich dämlich. Warum sollte man da durchkommen? Ja, dass wir sterben, ist gar nicht so wild. Vielleicht ist ja auch hier oben irgendwo ein Block frei. Das Schöne ist, der Spieldesigner hat es immerhin so gnädig eingerichtet, dass wir optisch auch erkennen können, welcher Block sich von den anderen unterscheidet. Deswegen auch nicht wundern, dass ich jetzt hier bei diesen ganz lapidaren Sachen krepiere, weil ich gucke nämlich nur nach den optischen... Hier, da hinten zum Beispiel. Seht ihr das? Hier. Wir kommen hier durch. So. Und jetzt können wir uns nämlich auch auf die Suche nach dem Juwel machen. Aber fragt mich nicht, ob das irgendwas bringt. Ich meine, es ist schön, dass ich jetzt hier ein bisschen ein paar Klunker bekommen habe. Aber bringt uns das irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Und ich frage mich auch gerade, ob wir das brauchen, um das eine Achievement zu bekommen, wo wir innerhalb von 3 Stunden alles holen müssen. Weil wenn ja, dann müssen wir ja in jedes Gebiet mindestens 2-mal rein. Tja, aber keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, für was die Juwelen überhaupt gut sind. Ich dachte, das sind so spezielle Items, die uns einen Vermögenszuwachs geben. Aber es sieht wohl nicht so aus. Und direkt mal eine Arschbombe auf etwas Spitzes. Na, guck mal, wie schön sauber wir dort durchkommen. Aber ob wir in der Zeit das liegen, wage ich zu bezweifeln. Oh, gar nicht. 32 Sekunden? Und wieso ist denn jetzt da hinten auf einmal die Münze? Das ist ja auch blöd. Da müssen wir sogar in dieses Gebiet 3-mal rein, nur um diese olle Münze zu holen. Zählt das als Schatz entdeckt? Ach nee, dann ist die Münze einfach nur immer dann da, wenn wir den Schatz bereits entdeckt haben, um einen kleinen Bonus zu bekommen. Kommt das hin? Ich glaube schon. Aber ich muss dashen. Das ist ein Problem. Ich muss hier einfach dashen. Weil wenn ich nicht dashe, dann fehlt mir Zeit. Ach, ist ja Mist. Aber wie kann ich denn das abbrechen? Ah, verstehe. Alles klar. Oh. Jetzt weiß ich, warum das Level so dermaßen hart ist. Weil wir müssen mit den Sprungtasten und mit der Arschbombentaste diesen Dash abbrechen. Das heißt, wenn ich jetzt hier oben bin, ich dashe und dann B drücke, dann muss ich, wenn ich nach unten gleite, das ausnutzen, um dann weiter zu dashen. Alter, das ist dann schon ein bisschen härter. Oh, meine Finger sind gerade Monster angespannt.
Oh, knapp. Nee. Ah, schaffe ich nicht. Vor allem, wir waren jetzt schon wieder bei 35 Sekunden. Wie willst du das machen in 33? Oh, wie willst du das in 33 Sekunden machen? In 32 sogar. Alter. Geht das überhaupt? Kriegt man das hin? Boah, das geht doch gar nicht. Das geht doch nicht, Leute. Ich meine, hier unten bin ich ja schon recht schnell unterwegs, oder? Ja, ich muss da irgendwie rüberhopsen können. Wenn ich das schaffe, ist mir schon sehr viel geholfen. Ja, und hier muss ich nicht vergessen, den B-Knopf zu drücken. Boah. Nee, das schaffen wir nicht. Überleg mal. Wir haben jetzt dafür schon 22 Sekunden gebraucht. 22 Sekunden. Und wir brauchen immer noch 3 Münzen. Wir können mal von hier oben die Zeit stoppen. Wir sind jetzt bei 29 Sekunden. Na, ich sag mal. Ne, warte mal. Ja, nicht wundern, dass ich da bewusst immer gegenspringe, aber ich habe das Gefühl, dass wir hier, wenn wir auf einer guten Höhe sind, gut durchkommen, oder? Ich versuch's mal, wenn ich hier oben stehen bleibe. Ja, tatsächlich. So kommt man durch. Boah, da brauchst du aber einen optimalen Lauf. Ah, krass. Okay, 52 Sekunden. Nee, das schaffst du nicht. Überleg mal, wir haben unten 22 Sekunden gebraucht. Wir haben jetzt bei 52 bis 1 Minute und 8 16 Sekunden gebraucht. Das macht in Summe 38 Sekunden. Das schaffst du ja nicht. Also spätestens in diesem Level bin ich der Meinung, muss es irgendein Zusatzequip geben, dass wir schneller dashen können.